So Leute, wir sind wieder am Hotel angekommen und ihr habt ja noch gar nichts von diesem wunderschönen Ort gesehen. Deshalb gibt es jetzt mal ein paar Eindrücke. Also, let's go. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop, the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for, I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. So Leute, wir sind... Ja, zieht euch das mal rein, verdammte Scheiße. So Leute, Alter, wir sind angekommen auf unserem Hotelzimmer und guckt euch das an. Jörg, ich kann es nicht glauben. Mir fällt die Kinnlade in die Arschritze. Ich kann mal so richtig tief rein. Besseren Blick kann man nicht haben. Alter, ist das krass, Digga, ist das? Ich komm nicht klar. Das ist ja so krass hier. Oh mein Gott. Guck mal, wie blau das hier ist. Hier überall Wasser hier ist. Oh mein Gott. Okay, wir gucken einfach mal rein, was hier sich genau befindet. Wir haben hier einen kleinen Bathroom. Alter, ich bin gerade so aufgeregt, das ist unglaublich. Geht's irgendwie noch nach unten? Ist das krass, ist so krass. Ich geh einfach mal nach unten. So Leute, und ich bin unten angekommen. Wir sind einfach unter Wasser. Wir haben ein Hotelzimmer unter Wasser. Das ist das Krankeste, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Alter. Leute, das ist total bescheuert hier unten. Hier kann man einfach nach draußen gucken. Ist das so schön? Es ist hallo, hallo. Jetzt haben wir auf Arsch geklatscht, ey. Oh, ist ja richtig Luxus. So nice, ne? Wo sind denn die ganzen Fische? Ich glaube, die kommen nachts erst. Weil hier das Licht leuchtet, kommen die dann einfach überall an die Scheibe. Aber alleine die Vorstellung, dass du im Meer bist. Du fette Schwein, komm runter jetzt. Hier runter, Raphael. Masse Phasen bekommt die nicht gut, Junge. Okay, Leute, Sascha hat gesagt, er hat eine Überraschung für uns. Er hat heute anscheinend viele Überraschungen für uns. Ja, Stefan, geh mal vorbei. Das hier ist der Geheimtipp, morgens aufzuwachen und nachts. Alter, was ist das hier? Alter! Guck dir das an! Das ist ein 360-Grad-Sprungbrett. Wie, was ist das für ein Meer? Wie blau? Das ist ja... Das ist asozial. Das ist alles gefotoshoppt hier. Ihr glaubt dem nichts. Hier kann man pennen. Es ist wirklich unglaublich, Freunde. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie krass das hier gerade ist. Wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen Spaß. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Unglaublich, oder? Sehen die auch mal so geil aus. Fische! 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 Alter, Leute, das ist das Krankeste überhaupt. Oh, man sieht die Wasseroberfläche. Ah! Gönnt sich ein bisschen. Schäfer sich schon weg. Alter, wir haben hier Surround-Besuch gerade. Hört euch das mal an, wie geil das aussieht. Ey, ich zitter richtig. Überall, in jeder Scheibe sind jetzt die Scheißfiguren. Ah, scheiße. Ich bin mit dem Kopf gegen den Ventilator. Das war's. Das sieht einfach scheiße aus. Ihr lernt einfach, glaube ich, auch ein bisschen Orientierungsprobleme. So. Was macht man eigentlich so im ganzen Leben Tag als Fisch? Ey, diese reflektierenden Neon-Dinger, die sehen so geil aus. Ja, aber die sind doof, die knallen hier die ganze Zeit gegen die Scheibe. Und das ist echt das Geile, dass es hier drin dunkel ist. Und dann, ja, das ist unfassbar. Guckt euch das mal an hier, unglaublich.
Da ist rot und gelb und da ist ein schönes Tiefblau. Sascha und ich befinden uns jetzt hier in dem Underwater Room und wir haben heute die Ehre, hier eine Nacht drin verbringen zu dürfen, beziehungsweise vielleicht auch oben auf dem Deck, das habt ihr ja auch schon im Video gesehen. Das ist sprachlos, wirklich, weil Leute... Oh, Alter, jetzt geht's richtig ab da. Und dann lasse ich es einfach mal wirken. Leute, das ist ja nicht von dieser Welt. Das Geilste daran ist, wir sind hier wirklich im Meer. Man sieht die Wasseroberfläche da oben, genau. Was total surreal ist. Und du weißt, das sind nicht nur Aquarien, die um dich herumstehen. Alter, das sieht so krass aus. Ich glaube, das sind tatsächlich die Aufnahmen meines Lebens. Also ich habe noch nie sowas mit der Kamera gefilmt. Das sieht so verdammt gut aus. Das kann man nicht beschreiben, wirklich. Guten Morgen hier vom Underwater Room. Die Nacht ist jetzt vorbei und wie man sehen kann, werden hier gerade noch umzingelt. Das ist einfach echt unglaublich. Und es war eine Nacht, die man sich nicht vorstellen kann. Also wir haben eine Zeit lang auch noch unter freiem Himmel geschlafen, unterm Sternenhimmel und es war einfach... Alter! Leute, irgendwie haben wir das Gefühl, wir werden beobachtet gerade. Guck mal. Es sieht schon ein wenig unheimlich aus. Die sind vor deinem Schlafzimmerfenster, habe ich das richtig verstanden, Stefan? Guck mal, da habe ich geschlafen und da sind diese Fische. So, guckt euch das mal an. Ey, da sind so Fische, die sind angebissen worden. Leute, das ist unbeschreiblich hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao.